Sorry, aber ich glaube, ich schaff das nicht so mit der Anzahl an Leben. Wow. Sorry, ich muss das gleich jetzt nochmal probieren. Ich mache nochmal Sams Rettung. Ja. Na gut, probieren wir es nochmal. Also los. Neuer Versuch. Ja. Nur mal so. Einfach weil er mich nervt. Ja. Mach auf. Also los. Ach, come on. Pauli. Hui, hui, hui. Ulala. Neu versuchen. Ja, warte mal, Pauli. Ich kann es immer noch nicht benutzen. Also los. Pauli! Ich hasse den Typen so sehr manchmal. Zum Glück braucht der Typ nicht mehr Leben. Oh oh. Na gut, den habe ich diesmal vergessen. Na gut, hier war jetzt niemand mehr. Sam, was haben Sie mit dir angestellt? Ist alles in Ordnung? War wohl nur mal wieder zur falschen Zeit. Am falschen Ort. Kannst du gehen? Nicht besonders gut. Okay. Halt durch, ich hole den Laster, wir bringen dich zu einem Arzt. Du schaffst das, Sam. Tom, warte hier mit ihm, ich bin gleich zurück. Keine Angst, Sam, wir haben schon Schlimmeres erlebt. Klar. Wirklich? Ja. Ich meine, gerade mit Pauli, ne, da erlebt man das Schlimmste. Da kommt Pauli. Tom. Ich glaube, das ist kein Laster. Verdammt! Ach komm mal, jetzt verteilen sie sich so sehr. Okay, das sind alle, die ich von hier treffen kann. Ich wollte eigentlich noch ein paar andere von da oben abballern, aber... hat die Situation nicht erlaubt. Okay. Lass die Waffe fallen. Was ist das? Okay, ja, das mein Gott, ist das besser. Was für eine Nacht, Mann. Anscheinend. So, ja, mit 44 ist es schon ein Unterschied zu 5. Ne, wie viel hatte ich? 25 oder so? Okay, so kann ich mir zumindest erlauben, hin und wieder mal von denen getroffen zu werden. Wie gerade eben. Also immer noch einfach mega lucky. Ich
muss. Ne? Na. Weil gerade eben haben die mich am Anfang gar nicht getroffen. Jetzt haben. Okay. Na gut. Kostet die Zeit, ne? Weil jetzt gerade eben haben sie mich voll. Sind die erstmal voll in den Wagen gerammt, was Leben abgezogen hat. Und dann hat mich der Revolver-Typ auch noch. Also der Machine Gun-Typ auch noch richtig hart erwischt. Jetzt wieder. Aber jetzt schießt er nicht auf mich. Okay, ja, okay. Die sind zumindest außer Gefecht. Und da ist der neue Wagen gespawnt. Ich glaube, sind wir weiter als beim letzten Mal? Ich glaube schon. Nee, sind wir nicht. Yes, das lief gut. Ich lade mal nach. Yes! Bitte sag mir das was. Bitte, 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 bitte. Wir sind da. Tom, mach Sam bereit. Ich gehe und wecke den Doc. Hi, hi, hi. Sam, wir sind beim Arzt. Gott, sind Sie das, Pauli? Was machen Sie um diese Zeit hier? Guten Abend, Doc. Tut mir leid, aber wir hatten einen Unfall und brauchen Ihre Hilfe. Okay, wo ist er? Bringen Sie ihn rein. Okay. Das war unser Doktor. Er stellt keine Fragen und Sam ist in bester Gesellschaft. Bist du sicher, dass es nicht irgend so ein Metzger ist? Absolut nicht. Er ist der beste und bestbezahlte Arzt in der ganzen Stadt. Wenn du verletzt wirst, kannst du dich jederzeit auf ihn verlassen. Okay, ich hoffe nur, er tut sein Bestes für Sam. Ich frage mich, ob es ein Anzeichen dafür sein sollte, dass man auch abseits von Missionen zu ihm gehen kann, um sich zu heilen. Wenn man denn weiß, wo er... Wobei, man weiß nicht, wo er ist, weil man... Ganz im Ernst, den auf der Map zu finden, wird schwierig. Endlich ist es vorbei. Es hätte uns allen schlimmer ergehen können als Sam. Wenn ich den Bastard kriege, der uns verpfiffen hat, reiße ich ihm den Kopf ab. Sieht aus, als hätte jemand genug von uns. Da hast du recht. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber mir schwant Übles. Wenn der Don hört, was passiert ist, werden die Hunde dafür zahlen müssen. Das bedeutet Krieg und das ist gar nicht gut. Da hast du wohl recht. In Ordnung, also gute Nacht, Tom. Gute Nacht. Naja, versuch das Beste draus zu machen. What the fuck, das war eine andere Stimme. Das war einfach mal eine andere Stimme, die Tom nie gerade hatte. Zumindest klang sie so an. Okay, ich bin ein bisschen perplex, aber gut, okay. Coole Mission an und für sich. Coole, coole Mission. So, und natürlich, nein, man sieht nicht, oder Moment mal. Market Avenue, Central Hoboken. Nee, man sieht nicht, wo der komische Arzt ist. Wird nicht auf der Map markiert. Aber wir können jetzt nochmal, ich nehme mal an, Moment. Fahr zurück zu DSB oder schau bei Lukas. Okay, es wird einem extra angesagt, wenn man zu Luca fahren kann. Würde ich mal sagen. Ey, what the fuck, warum kann ich nicht. Ach, ich bin auf manuell. Oh. Es wird einem extra angesagt und ich würde mal sagen, wenn die Möglichkeit besteht, dann gehen wir mal zu Luca, ne? Ich meine, bei seinen Missionen. Muss man selten irgendwelche Ballereien. Weil das wäre jetzt gerade für mich sehr, sehr schlecht. Mit dem Gesundheitszustand. Also an und für sich können wir da mal hingehen und schauen, was da los ist. Ich habe auch mal, weil ich konnte mich davon nicht. Eigentlich sollte man das eigentlich nicht machen, aber ich konnte mich nicht davon abwenden. Oh, mein Auge juckt. Wartet mal kurz. Ich muss mal. Verantwortungsbewusst muss ich mal kurz hier rechts anhalten. Und gucken. Was. Mein Augen. Juckerei. Juckeritis. Befriedigt wird. Das
klingt irgendwie falsch. Das habe ich vergessen, was ich sagen wollte. Na, ist ja auch okay. Mist, ich habe wirklich vergessen, was ich sagen wollte. Das wollte ich nicht sagen. Das war nur der Cheat. Ja, dupdi-dupdi-du. Ah, fuck, ey, was wollte ich denn jetzt sagen? Ah, ich habe geguckt, wie lang das Spiel ist. Das sollte man eigentlich nicht machen, finde ich irgendwie doof und so, wenn man immer so weiß, okay, so und so lange wird es noch gehen. Aber das mache ich ganz gerne mal. Ich weiß, es ist doof, tut mir leid. Und da habe ich erfahren, das Spiel, aber wie soll ich das sagen? Eigentlich ist es was, was wahrscheinlich viele von euch auch nicht wissen wollen. Ich muss mal ganz kurz das Fenster ein bisschen runter machen, weil mein Bildschirm ist gerade dunkel und die Sonne scheint voll drauf aus dem Winkel. Und die Blätter flattern voll und deshalb flackert auch mein Bildschirm. Falls jemand versteht, was ich meine. Deshalb, ich bin sofort wieder da. Ja, ist immer noch so. So. Also mein Zimmer ist jetzt fast vollkommen abgedunkelt. Aber das ist halt doof, weil eine Sonne scheint voll und vor meinem Zimmer ist ein Baum halt. Und dann sehe ich halt auf meinem Bildschirm, wie die Blätter wehen und sowas. Und das irritiert ein bisschen. Aber gut. Auf jeden Fall, ich habe nachgeguckt, wie lang das Spiel sein soll. Soll im Durchschnitt so an die 15, 16 Stunden sein. Und ich bin gerade mal bei 6 oder so. Also zumindest wird mir angezeigt, dass ich 6 Stunden gespielt habe. Ich glaube, ich habe nur 5. Weil einmal habe ich, ne? Muss ich ja wiederholen, ein paar Minuten. Ah, Tommy, du kommst genau richtig. Ein Informant hat mir gesagt, dass es die Bullen auf einen meiner Freunde abgesehen haben. Mann, wir müssen ihn so schnell wie möglich warnen. Sein Haus ist in Hoboken. Kannst du das erledigen? Okay, Lukas. An Lukas Freund, okay. Dann sind wir mal schnell unterwegs. Go, go, go. Ah, wieder zurückfahren. Wow. Okay. Why not? Boring, okay. Ich habe geguckt, wie lange das Spiel ist halt. Und 16 Stunden. Was meine ich sogar länger ist als unser Mafia 2 Run. Wobei, man muss natürlich sind die Zahlen nicht mehr genau. Und es hängt auch immer vom Spielstil ab und so. Kann sein, dass ich hier im Spiel ein bisschen langsamer bin als der Rest der Leute, die sich das Spiel besser beherrschen. Kann sein, dass ich schneller bin und hier schneller durchrushe. Ich meine, ich mache auch ein paar Nebenaufgaben. Also speziell, es gibt ja nur die eine Aufgabe mit Lukas Bertone und ne, Autos besorgen und so was. Und damit kann das Spiel schon so an die 18, 19 Stunden lang sein anscheinend. Was echt mehr ist, als ich gedacht hätte. Und vor allem bin ich lang nicht so weit, wie ich dachte. Aber hey, okay, ich will mich nicht beschweren. Das ist halt ein gutes Spiel, ne? Okay, diesmal habe ich hier keinen Unfall gebaut. Oh, vor allem, ich muss mit Unfällen aufpassen, weil viel Leben haben wir ja auch nicht. Ganz und gar nicht. Okay, hier gleich links. Scheiße, ja, es ist nicht viel Zeit. Ich hab gerade kurz vollkommen ausgeblendet, dass wir eine Zeit haben. Come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on! Moment, wo muss ich ihn jetzt anhalten? Warte doch! Oh, da wird noch die angezeigt. Ich habe noch ein paar Minuten. Fuck, wo ist er? Wo ist er? Wo ist er? Wo ist er? Ist das die Tür hier? Oh. Was ist? Hast du eine Ahnung, wie spät es ist? Lukas Bertone schickt mich. Du musst abhauen. Die Bullen sind hierher unterwegs. Verdammt.
Dank Lukas von mir. Und dir auch. Ich gehe zur Hintertür raus. Dann sieht mich niemand. Viel Glück. Okay. Alter, das war jetzt nochmal knapp. Halleluja. Moment mal. Was, die Polizei? Das ist die Polizei. Guck mal, die treffen sogar relativ glücklich ein. Aber zu spät. Hahaha. Denn ich kam ihnen zuvor. Ey, ey, what the fuck? Es gibt ja bei der Fahrschule den Tipp. Wenn Senioren die Straße überqueren, immer aufpassen, kann sein, dass sie mitten auf dem Weg zurückkehren. Jetzt weiß ich auch warum. Ich meine, gut, da war, das ist normalerweise beim Zebrastreifen so. Das war jetzt, da war kein Zebrastreifen, da war einfach nur eine scheiß normale Straße, wo er eigentlich nicht hätte lang gehen sollen. Aber ich sehe es. Das Spiel ist sehr lehrreich. Es wehrt einen über das echte Leben. Ja, auch Vor- und Nachteile in der Mafia und so. Scheiß. Das ist richtig pädagogisch wertvoll, das Ding. Du fährst wie ein Irrer. Das stimmt. Da hat der Typ leider recht. Ich fahre wirklich wie ein Irrer. Aber hey, noch lebe ich noch. Hab jetzt, glaube ich, ein paar Leben verloren, aber hey. Ich lebe. Still alive. Alter, warum sind hier überall Regenschirme, ey? Als ob hier ein Irrer lang gefahren wäre, der alle fast umgerichtet hätte. Würde ich ja nicht machen. Finde ich fragwürdig. Muss ich ganz ehrlich sagen, dafür stehe ich mit meinem Namen. Sebastian, ich fahre keine Leute um. So heiße ich, ja. Glaubt's oder nicht. Schöner Hinterhof hier übrigens. So, Boy. Und, was ist? Ging alles klar. Er hat sich bedankt und ist dann abgehauen. Ach, Gott sei Dank. Ich habe eine Belohnung für dich, Tommy. Ach, der hat die hier vor Ort. Oder wie? Na, der hat die hier vor Ort. Okay, ich muss nicht nochmal irgendwo hinfahren. Na, schön. Ja. Der ist brandneu. Sieht anders aus als alle anderen Wagen. Das erste Modell mit aerodynamisch geformter Karosserie. Sieht scharf aus, finde ich, aber manche Leute sind nicht beeindruckt. Naja, Hauptsache er schnurrt wie ein Miezekätzchen, was? Und diebstahlfreundlich ist er. Einfach diesen Draht hier reinstecken, das war's. Aber das ist sehr, sehr gut, wenn ich den irgendwann mal besitzen werde. Also besitzen, in Anführungszeichen. Ein Typ in Oakwood hat genau die gleiche Karre. Er parkt sie vor der Garage neben seinem Haus. Ah, okay, ich muss den immer noch klauen. Sehr gut, danke. Okay, ich muss den mal klauen. Ja, hoffentlich ist er so schnell wie der Wagen hier. Weil er hier ist schon nicht unschnell. So, wo ist das? Das ist irgendwo südlich, kann man sagen. Der ist hoch. Na dann, hin da. Hey, what the fuck? Ich hab den noch nicht mal überfahren. Ich war noch nicht mal in seinem... Er wusste noch nicht mal, dass ich die Absicht habe, ihn zu überfahren. Und schon beschwert er sich. So nicht. Ich glaube irgendwie, dass es nicht der klügste Weg war, den ich hier genommen habe. Na guck mal, hier ist das Hotel, wo wir... Warum nennt mich jeder hier Penner? Ich bin kein Penner. Das verletzt meine Gefühle. Und ich verletze gerade die Gefühle von Obdachlosen. Aber ist mir egal. Aber euch sollten meine Gefühle nicht egal sein, ja? Denn das ist gerecht. Bitte beachtet meine Gefühle, während ich andere ignoriere. Konsequent. That is justice. Oh, Polizei. Ich war kurz davor, dumm
einfach Gas zu geben. Bis mir im letzten Moment eingefallen ist, kurz bevor ich in den Bereich war, wo ich zu schnell war. Hey, Moment, ich sollte vielleicht langsamer werden. Vielleicht wird mich dann die Polizei nicht verfolgen. So. Könnte das das Haus vom Arzt sein? Ich weiß es jetzt natürlich nicht, weil das sieht halt... Hier sieht jedes Haus gleich aus. Moment mal. Ich habe einen dummen Fehler gemacht. Das ist das falsche Haus. Ach, das ist das richtige Haus. Dupdidu. Keine Polizei? Nee. Der alte Herr verpetzt mich auch hoffentlich nicht. Ja, schauen wir mal, was das Ding so drauf hat. So, jetzt können wir auch nur noch zurück zur Serie. Ist gerade keine Polizei hier, dann geben wir mal Gas. Schafft's auch 75 Meilen? Wobei hier ist gerade Straße bergab. Kann man schlecht beurteilen. Bremsen ist immer. Oh, fuck. Tja. Oh, Officer? Hallo? Oh. Mensch. Die fahren heute auch heutzutage alle wie die Irren. Geht ja gar nicht klar. Ich hoffe jetzt einfach mal, dass ich hier einen schnellen Weg wähle. Es scheint so, dass ich so schnell. Oh, holy moly. Relativ schnell zu meinem Ziel komme. Mein Ziel ist diese Straße da oben im Norden, die mich zur Brücke führt. Wahrscheinlich fahre ich hier gerade einen sehr, sehr dummen Weg. Wollen wir mal ehrlich sein. Ja, der ist schon schnell. Ich kann jetzt aber echt nicht urteilen, ob der schneller ist als der andere. Hat der hier diese komischen, wie nennt man die, Weißwandreifen? Okay, ich kann es leider nicht sehen. Ich gehe mal ein bisschen in Querlage. Ja, er hat sie. Okay, der Wagen ist schneller als der andere. Ganz klar. Heißen die, ich weiß gar nicht, heißen die Weißwand oder Weißbandreifen? Alter, hier ist immer noch der Regenschirm. Ist das ein Zeichen? Sollte ich meinen heidnischen Lebensstil, sollte ich mich diesem Lebensstil abwenden und meinen Weg zu Gott finden? Nein, deutlich nicht. Vielleicht doch, vielleicht gibt es da sowas, vielleicht einen Regenbogengott. Nicht einen Regenbogengott, einen Regenschirm. Sorry, Kompromiss, ein Regenbogen / Regenschirmgott. Der einfach dafür sorgt, dass es immer regnet. Und damit es nicht regnet, muss man ein lol. Ich glaube, ich bin gerade was auf der Spur. Weil die Indianer, also amerikanische Ureinwohner, haben ja immer Regentänze aufgeführt. Warum? Weil sie erkannt haben, was der einzig wahre Gott ist. Der Regenschirmgott. / Regenbogengott. Regenbogen für, ne, für die Kids, ne? Regenschirm, ne, das ist halt eben nicht so bildlich schön. Mit Regenschirm hat man nicht unbedingt positive Verbindungen, außer dass hier halt einen vor Regen schützt. Regenbogen? Wobei Regenbogen, nee. Regenbogen sind wie Nazis irgendwie so ein bisschen. Würde ich mal jetzt ganz frech behaupten, also, ne? Ich weiß, diese Bemerkungen haben schon viele vor mir gemacht. Aber ich finde, es sollte mal öfter gesagt werden, dass Regenbögen wie Nazis sind. Eigentlich, wenn man ehrlich ist, sogar noch schlimmer. Ja. Ihr habt es hier zuerst gehört. So, zwei neue Wagen und zwei schnelle Wagen. Obendrauf. Schließen. Leertaste? Leertaste.